Okay, einen Friedhof gibt es natürlich auch, aber sehr viel handwerkliches Zeug und Bierfässer natürlich. Während beim Kloster der Wissenschaft hier. Das ist Rasputzburg. Na, Rasputzburg sieht eigentlich relativ leer aus, muss man sagen. Eher hier unten. Wahrscheinlich hier in dem Sektor. Ah, eine neue Prestigestufe erreicht. Aber ja, hier das Kloster der Wissenschaft hat einen Braukessel. Hat jede Menge Gärten, Bücher, wissenschaftliche alchemistische Apparaturen. Wetterstation, würde ich sagen. So. Letzte Forschung und dann können wir Rasputin den Sektor wegnehmen. So, und unsere Verpflegung ist jetzt im Keller. Einfach deswegen, weil... Ja, einfach weil wir so viele Mönche ausgebildet haben. Ach ja, das nächste Thema dann noch. Händler versorgen. Dazu bräuchten wir dann theoretisch Schafsfarm. Also Schafszucht und Schneidereien. Ich hoffe mal, dass wir darum ein bisschen drum herum kommen. Dadurch, dass wir schon wenigstens eine Klamotte haben. Aber nee, wir brauchen weitere Händler. Etwas praktisch. Aber ja, wir kriegen mehr als genug Weizen rein, also könnten wir auch Schafe züchten. So, alles erforscht. Ach, wisst ihr was? Ich gehe auf Nummer sicher, da ich es mir gerade leisten kann. Und hol mir noch zwei zusätzliche Soldaten. Also zwei zusätzliche Musketiere. Beim Augenblick stellen unsere Metzger ja genug Wurst her. Und ich kann auch den wieder mal auf einfache Ration stellen. So, unser Steinmetz hat keinen Stein mehr. Das heißt, ich kann ihn löschen. Gut. Und wir haben genug Truppen beisammen, ja, um den Angriff auszuführen. Wie gesagt, sicher ist sicher. Ja, eine Armee aus streitsüchtigen Marodeuren. Also ja, wir werden noch über der Überzahl sein. Ja, wir haben wieder vier Leute verloren. Wir haben noch die Hälfte unserer Munition. Und ja,
ja, ich könnte hier mal wieder auf normale Geschwindigkeit stellen. So, Rasputin hat noch einen Mann. Ja, wir haben 4 Pikiniere und 4 Musketiere verloren. Die Pikiniere kann ich leicht ersetzen. Ja, plus 0,5. Also der Schaden meiner Musketiere durch die Forschung ist um 0,5 gestiegen. Ja, schon wieder. Wie könnt ihr es wagen? Meine Rache wird gnadenlos sein. Seid gewarnt. Sehr gut, Prinzessin. Der Weg zum Hafen ist endlich wieder frei und Rasputin blockiert nicht länger diese Handelsstraße. Ja. Da der Hafen jetzt wieder zugänglich ist, nutzt diesen Vorteil, um dort fehlende Steine zu handeln. Bildet Kaufleute in der Händlergilde aus. Mit ihrer Hilfe könnt ihr Steine im Hafen erwerben. Es wäre klug, die Händlergilde möglichst nah am Hafen zu errichten. Warum lasst ihr sie nicht im neu eroberten Sektor erbauen? Könnten wir machen, theoretisch. Also ja, Questtafel sagt Händlergilde. Kleidung herstellen. Kleidung ist erforderlich, um Kaufleute der Händlergilde anzuwerben. Ihr benötigt eine Schafszucht, in der mit Hilfe eines Brunnens Wolle produziert wird, um Kleidung herzustellen. Schafft diese Wolle in eine Weberei, um Stoff zu produzieren. Der Schneider fertigt aus dem gewobenen Stoff feine Kleidung. Ja, und da haben wir alles. Schneiderei. Benutzt die Handelskarte, um Optionen im Handelsposten freizuschalten. Schickt eure Kaufleute auf Expedition, um neue Handelsposten zu erreichen. Die Schneiderei. Ja, benötigt Nahrung, die Weberei wird Stoff produziert und die Schafszucht. Ja, kann eine der Bauernhof kann eine Schafszucht aufnehmen und die Händlergilde natürlich. So, das heißt, erstmal eine Straße hierher. Ein Lagerhaus errichten. Steinmetz errichten. Ja, und die Händlergilde hat eh nur hier Platz. Könnte man meinen, aber wir errichten sie dann hier lieber. So, wir werfen mal einen Blick auf die Handelskarte. Ja, auf der Handelskarte sieht man Handelsrouten. Und wir werden diese Handelsroute hier brauchen, um Kleidung gegen Stein zu tauschen. Höchstwahrscheinlich. Weil das ist die einzige, die wir brauchen. So, das heißt, wir brauchen Schafszucht. Die Schafszucht selber braucht zum Glück keinen Boden. Hm.
da wir ja noch immer genug Steine verfügen. Setzen wir auch hier gleich das Hausgebäude hin. Hat wirklich hier ordentlich den Stein abgebaut. Wir würden hier noch welche kriegen, aber wir brauchen zum Glück keine mehr im Augenblick. So, das letzte Gebäude auf unserer Bauliste ist dann die Händlergilde. Die Händlergilde ist der Mittelpunkt des Handelswesens, ebenso wie die Kirche ist hier ein Hauptgebäude. In der Händlergilde könnt ihr Kaufleute ausbilden. Klickt dazu auf Plus und Minus, um die Zahl erhöhen und zu vermindern. Kaufleute machen sich auf den Weg zu Handelssektoren mit einem Hafen oder Marktplatz, um mit Waren zu handeln. Kaufleute gewähren nur Sektoren, die euch gehören oder neutral sind. Ihr müsst die feindlichen Sektoren erobern, die zwischen eurem Gebiet und dem Handelsposten liegen. Es gibt drei Arten von Kaufleuten. Hausierer können Güter für genau ein Geschäft transportieren. Andere Kaufleute werden über die Ausbaustufen eurer Händlergilde freigeschaltet. Ein Handelsgeschäft kann im Optionsmenü des Hafens oder des Marktes abgeschlossen werden. Ja, neue Elemente, die Handelskarte, bla bla, das habe ich euch gerade schon gezeigt. Richtet eine Handelsroute ein, erhandelt Stein. Ja. Im Augenblick gibt es nur zwei Standardmöglichkeiten, nämlich Kleidung in Gold und Ringe in Gold zu tauschen. Also das ist wirklich reines Tauschgeschäftszeug. Und ja, schalten wir mal wieder den Speed Boost ein. Dass wir wenigstens die Händlergilde in dieser Aufnahmesession noch gebaut kriegen. Ja, der Holzfäller sorgt hier oben wirklich für Kahlschlag. Und dich schon mal auf bessere Verpflegung stellen. So, Schäferzucht ist versorgt. Unser Weizen sieht noch sehr gut aus. Unser Mehl allerdings nicht ganz so sehr. Wir bräuchten also vielleicht noch ein oder zwei Windmühlen. Aber das ist jetzt auch nicht so wichtig. Ah, die Händlergilde wird gebaut. Im Gegensatz zu Geistlichen haben wir bei der Händlergilde einen Vorteil. Großartig, Milady. Handel ist endlich wieder möglich. Nämlich, dass die Händler nur wirklich diese... Jetzt können eure Kaufleute weltweit Handelsrouten in ferne Länder erkunden. Seht nach, ob es nicht zufällig eine Handelsroute für Stein gibt. Ja, das wäre halt wirklich diese hier. Aber ja, erstmal speichern wir hier. Das ist dann LP 001. Wobei, wir brauchen eigentlich ja immer nur einen Speicherstand. Also ist das hier eigentlich das Let's Play. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.